Also es gibt nicht nur die Neuwahl des Bundesvorstandes der Piratenpartei Deutschland auf diesem Bundesparteitag in Wolfenbüttel, sondern auch, wir haben hier die jungen Piraten, kommt ihr mal bitte kurz hierher, wir haben hier zwei Stühle für euch. Das ist einmal Jonathan Hütter, er ist jetzt der neue Bundesvorsitzende der jungen Piraten, der Nachwuchsorganisation der Piratenpartei Deutschland, und Lea Laux, die zweite Bundesvorsitzende. Wenn ihr euch kurz mal vorstellen könntet, wäre das nett. Ja, mein Name ist Jonathan Benedikt Hütter, ich bin 20 Jahre alt und ich bin jetzt seit Ende 2013 in der Piratenpartei aktiv, bin seit Ende 2015 im Landesvorstand der Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen und habe mich seitdem nochmal intensiv mit dem Thema junge Piraten beschäftigt und sie jetzt letzten Endes zu einer Neugründung geführt. Hallo, ich bin Lea Laux, ich bin 17 Jahre alt. Bin inoffiziell also Unterstützerin der Partei seit 2013 und seit 2015 offiziell Mitglied. Ich bin im Kreisvorstand Pressesprecherin im Merzig-Quadens und im Saarland und habe mich auch zusammen mit Jonathan um das Thema junge Piraten gekümmert innerhalb der Piratenpartei. Und wir konnten es schaffen, junge Leute zu finden und eben zu aktivieren, bei der Gründung der Jugendorganisation mitzuwirken. Habt ihr beide besondere Schwerpunkte, jetzt bezogen auf die Piratenpartei oder die jungen Piraten? Thematische Schwerpunkte haben wir in der Form noch nicht, aber es ist klar, dass wir uns natürlich mit der Piratenpartei austauschen werden und einen Dialog anstreben werden, dass die Jugendorganisation und die Partei natürlich immer zusammen kommunizieren können und zusammen auch Ideen entwickeln können. Aber die jungen Piraten können natürlich auch davon abgesehen andere thematische Schwerpunkte, beispielsweise auch, wenn es gerade um Jugendpolitik geht, versuchen zu setzen und der Piratenpartei anzuregen. Jonathan? Ja, ein Schwerpunkt wird die politische Bildung sein. Wir verstehen uns als Jugendorganisation der Piratenpartei, werden da natürlich auch eigene Forderungen an die Piratenpartei stellen, die manchmal auch ein bisschen wilder sind als die der Partei. Weißt du Bescheid? Ja. Die durchaus auch mal ein bisschen wilder sein werden. Patrick, wir haben uns schon darüber unterhalten, ist da ganz auf unserer Linie, er will das auch so. Ja. Das kann man gut gebrauchen. Und wir setzen uns halt dafür ein, junge Menschen für Politik zu begeistern. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt, was wir erreichen wollen. Wir wollen diese scheinbar unpolitische Jugend, die gar nicht so uninteressiert ist an Politik, auch wieder politisch akquirieren, dass sie sich engagieren in zum Beispiel der Piratenpartei. Und wollen aber erstmal offen sein für junge Menschen, dass sie ihren Weg finden können, in welche politische Richtung sie auch immer gehen will. Haben Sie Fragen an unsere neuen Bundesvorständler von den Juppies? Dann habt ihr das sehr gut erklärt. Ja. Haben Sie noch Fragen an den Patrick Schiffer in dem Zusammenhang? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Erscheinen zu dieser zweiten Pressekonferenz. Wir werden noch eine weitere haben, sicherlich mit dem gesamten dann gewählten Bundesvorstand. Zu der lade ich Sie auch ganz herzlich ein. Je nachdem, wann die ist, werde ich Ihnen dann auch sagen, wann die stattfindet. Ich danke Ihnen fürs Erscheinen und bis dann. Dankeschön.